Wie war das mit Haben und Sein? Wie war das mit Haben und Sein? Das ist die Frage, die ich mir selber stelle. Das ist die Frage, die ich mir selber stelle. Haben und Sein. Wenn das Kind ist ganz klein und kommt aus dem Bauch raus, hat es noch keine Ahnung von Haben und Sein. Ja, ich merke schon, das ist eine Vorstellung. Irgendwo hier im Kopf drin. In der Vorstellungskraft von einem kleinen Kind, das noch keine Ahnung von Haben und Sein hat. Und dann kommen diese Eltern und sagen, so, du hast jetzt einen Namen. Du heißt jetzt Willifried. Friedbert Willifried. Lieselotte Willifried, Lieselotte Bert. Willifriedbert Lieselotte vom Zuber. Vom Zuberhäuschen. Und nun werden wir dir ganz klar verdeutlichen, dass du auch einen Körper hast. Und wir sagen es dir immer wieder. Und eine ganze Menge von Leuten, die auch daran glauben, die sagen dir das auch. Du hast jetzt einen Körper. Und du bist jetzt der Besitzer von Eigenschaften. Von Gaben. Von Gott gegebenen Gaben, an denen solltest du dich laben. Du bist jetzt der Besitzer von Gott, haben sie gesagt. Gott gehört jetzt dir, nur leider kannst du nichts mit Gott anfangen, denn Gott ist völlig wertlos. Und mit etwas, was völlig wertlos ist, kann man nichts machen. Außer vielleicht ein bisschen Spaß am Nichtvorhandensein empfinden. Nun, du als kleines Kind, Willifried Lieselotta von Zuberhaus, hast nun Empfindungen. Und nun wirst du älter und größer und du musst einen Beruf haben. Du musst Freunde haben. Du musst auch Geld haben, damit du die Existenz, damit du dein Leben, das du hast, bestreiten kannst. Und irgendwann wird dir klar, weil du auf einmal auf den Trichter gekommen bist, hinzuspüren, wie sich das so anfühlt, etwas zu haben, wie schwer das werden kann, sozusagen. Auf einmal hast du Schmerzen. Au, das tut weh. Schmerzen sind ziemlich schmerzhaft. Und wenn du sie dann noch hast, dann sind sie meistens ein Problem für dich. Und du willst sie nicht mehr haben. Oder sagen wir mal, du hast einfach nur ein unangenehmes Gefühl. Du fühlst dich nicht wohl. Du fühlst dich einfach nicht wohl mit dem Leben, das sich dir als deins vorgestellt hat. Oder umgekehrt, dass du dir als deins vorstellst, indem du annimmst, dass du der Besitzer von dem Leben geworden bist, von dem es dir eingeredet wurde, dass es vielleicht in einem minimalen Bereich dir gehören würde. Ja, doch die Frage, die wir am Anfang schon gestellt haben, die war ja diese. Wie sieht das aus mit dem Sein und dem Haben? Was ist das? Sein und Haben. Kann das Sein haben und kann das Haben sein? Wer hat und wer ist? Diese Frage, die aus der Antwort kommt, die ich bin, werde ich nicht beantworten. So schnell ich kann zumindest. Der Computer, dieser Biocomputer, auch Gehirn genannt, Nervensystem, Organismus, sucht nach einer Antwort, die er ist, aber die er nicht hat. Und dadurch auch nicht finden wird. Weil was du nicht hast, wirst du auch nicht finden. Und was du bist, brauchst du nicht zu haben. Ja,
Nun denn, sein. Nun schauen wir uns die Perspektive nun anders an. Hätte dieser kleine Winifried Bert Lieselotta von Zuberhaus nicht gelernt, dass er einen Körper hat oder ein Leben, sondern dass er das Leben ist und dass er der Körper ist, dass er die Empfindung ist, dann hätte er nicht Schmerz, sondern er wäre Schmerz. Vielleicht, wie würde sich das anfühlen, Schmerz zu sein? Huiuiui. Eine Energie. Das wäre natürlich ganz anders. Ein totaler Perspektivenwechsel. Stell dir mal vor, von dem, der den Schmerz hat, hin selber zum Schmerz sein. Man könnte sagen, der Schmerz, den Schmerz schmerzt es nicht, dass er der Schmerz ist. Nur den, der glaubt, den Schmerz zu haben, dem tut der Schmerz auch schmerzlich weh. Was für ein Schmäh! Nein, ich meine natürlich. Ich meine natürlich, dass ich weder vom Haben noch vom Sein eine Ahnung habe. Ich kann nur sagen, sobald ich in das Haben hineingehe und der Besitzerknoten mein Herz verschließt, dann wird es immer enger. Es schmerzt und tut weh. Und ich habe Angst, auch noch das zu verlieren, von dem ich überzeugt bin, dass ich es habe. Es ist aus dieser Lüge, der Besitzerlüge, werden lauter weitere Lügen geboren. Und solange du an der ersten Lüge festhältst, dass du der Besitzer von irgendwas bist, baust du dein Lügengebäude immer weiter aus und wirst es dir auch noch gemütlich drin einrichten. Aber du merkst auch irgendwo, es tut weh, diese Lügenschmerzen. Selber ein Lügner zu sein, der sich ständig lügt, das ist nicht so schön. Wenn du dann feinfühlig bist, merkst du auf einmal, das stimmt doch was nicht. Ich lüge mich ja die ganze Zeit an. Und es tut dann so weh, und dann zwingst du dich selber dazu, zu sehen, dass du dich gar nicht hast. Du hast ja gar nichts. Du hast keine Schmerzen, du hast keinen Körper, du hast kein Gedächtnis, du hast kein Leben, du hast nicht mal ein Ich, du hast nicht dich selbst. Und auf einmal, indem du alles von dir gewiesen hast, was du glaubtest zu haben, bist du völlig undefiniert trotzdem da, als das, was vor jeder Idee vom Besitz echt? Ja, so ist das. Doch schwuppdiwupp, kaum umgeblickt, wachst du auf am nächsten Tag und schon ist wieder das Gefühl da, das ist mein Körper, das ist ja mein Geschlechtsorgan mit der Blase und da drückt es. Nun muss ich aufs Klo gehen und muss meinen Schiss erledigen, damit ich dann den Tag wieder was essen kann, um nachzufüllen. So geht's. Du kannst die schlauesten Erkenntnisse haben, dass hier nichts dir gehört. Und schwuppdiwupp, im nächsten Gefühl, im Moment, ist das Gefühl schon wieder da, dass du ja Besitzer von den Gefühlen bist. So ein, habe ich mich schon wieder ausgetrickst. Das ist nicht so schlimm, weil ich kann ja nur mir selber wieder sagen, au, 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 ich tut weh, schon wieder, lebe ich eine Lüge. Und dann weise ich diese Lüge von mir und sage, ha 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 ha, ho 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 ho, ich habe ja gar nichts. Also, was soll's? Ha 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 ha. Ja, ich hab ja schön geschissen, geschaut, meine ich.